Und zugeschaltet ist uns der Terrorismusexperte Hans-Jakob Schindler. Wir grüßen Sie ganz herzlich hier aus Berlin. Guten Tag. Herr Schindler, da haben wir eine Meldung heute bekommen, die schwer einzuordnen ist. Das israelische Militär hat nämlich angeblich Hinweise von Nachrichtendiensten, wo genau sich im Gazastreifen noch festgehaltene Geiseln befinden. Wie schätzen Sie diese Meldung ein? Und wenn sie stimmt, was fängt man dann mit einer solchen Information tatsächlich an? Also zunächst einmal ist es natürlich sehr realistisch. Die Israelis überwachen den Luftraum über Gaza jetzt schon wirklich sehr intensiv seit Wochen. Sie haben die Aussagen gefangen genommener palästinensischer Kämpfer. Sie haben die Aussagen der entlassenen Geiseln. Also natürlich kann man daraus ein Intelligence Picture bauen, dass man zumindest mal eine gute Ahnung hat, wo die Geiseln sind. Das Ungewöhnliche ist natürlich, dass man das öffentlich verkündet. Das ist meiner Einschätzung nach wirklich einerseits ein Zeichen nach innen. Also wenn jetzt noch Geiseln umkommen, dann ist es nicht die Schuld des israelischen Militärs, weil man weiß, wo die Geiseln sind. Und das andere ist das Signal an Hamas. Wir wissen, was ihr tut. Und möglicherweise auch ein Versuch, die Hamas zur Verlegung der Geiseln zu zwingen, um dann noch bessere Informationen über den Aufenthaltsort der Geiseln zu erlangen. Wäre jetzt aber auch eine Option auf dem Tisch, eine militärische Befreiung der Geiseln zu probieren? Bisher konnte eine Soldatin tatsächlich befreit werden. Alle anderen bisher Freigelassenen kamen ja durch den Deal zustande. Wie ist da Ihre Einschätzung? Wie sicher wäre das? Also eine militärische Befreiung von Geiseln ist immer ein extrem hochrisikobehaftetes Unternehmen. Wir reden hier jetzt weiterhin über mehr als 100 Personen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die gesamte Zahl hier militärisch befreit werden kann. Also ist schon klar, dass es natürlich auch irgendwann wieder in den nächsten Wochen oder Tagen zur Aufnahme der Verhandlungen kommen wird. Die Israelis haben diese ja auch beendet, weil Hamas schlicht und ergreifend nicht mehr verhandlungsbereit war in Katar. Aber ist schon klar, dass es einen Mix geben wird. Solange die Kämpfe andauern, wird die israelische Armee versuchen, möglichst viele Geiseln zu befreien. Aber es wird nicht gelingen, alle militärisch zu befreien. Könnte man das vielleicht leider nicht auch umdrehen müssen, dass Israels Militär jetzt nach dem Massaker die Angriffe in Gaza ganz besonders hart fortsetzt und dadurch weitere Verhandlungen extrem erschwert werden? Nun, die israelische Regierung argumentiert genau umgekehrt. Es ist der Druck auf Hamas, um wieder neu in die Verhandlungen einzusteigen. Denn es war klar, am Ende der letzten Phase, nicht nur hat Hamas täglich die Anzahl der Geiselnahmen, die sie bereit waren auszutauschen, reduziert, sondern am Ende auch noch behauptet, sie hätten Geiseln verloren oder Geiseln seien nicht unter ihrer Kontrolle. Also es war schon klar, dass in dieser ersten Phase der Willen der Hamas weiterzumachen nicht mehr existierte. Deswegen auch nach dem Anschlag in Jerusalem und nach der Rakete aus Gaza der Abbruch der Feuerpause und die Wiederaufnahme. Das ist natürlich ein Versuch, hier erneut Druck auf Hamas auszuüben, um zu zeigen, ihr seid schlicht und ergreifend nicht in der Lage, militärisch hier zu gewinnen. Deshalb müsst ihr mit uns verhandeln und unser Verhandlungsziel ist, die Geiseln freizubekommen. Wenn wir auf eine weitere Meldung blicken, die zwei US-Professoren, die nun erkannt haben wollen, dass man tatsächlich mit diesem Blutbad auch noch Geld verdient hat. Passt das in Ihren Augen zu dem, was wir die letzten Tage immer mehr gehört haben? Israel kannte die Pläne, es gibt sie seit über einem Jahr. Man hat die Hamas einfach unterschätzt. Haben Sie das Ganze wirklich von vornherein lange geplant und so nun auch durchgezogen, um sich noch mehr zu bereichern? Also Hamas hat absolut auch schon am Anfang zugegeben, dass sie mehr als 2 Jahre diesen Angriff vorbereitet haben. Da hat man natürlich auch an alle Aspekte gedacht und sicherlich auch an die finanziellen Aspekte. Hamas hat ein Investmentportfolio mit Investment-Companies sowohl in der Türkei, aber auch Firmen in Algerien, in Sudan, in Saudi-Arabien, in der VAE. Sie hat freies Geleit praktisch in Katar. Das heißt, es gibt sehr viele Finanzmanager der Hamas und der Gedanke liegt nicht fern, dass natürlich israelische Kurse dann fallen, wenn Israel von einem riesigen Terroranschlag überzogen wird. Also insofern halte ich es im Bereich des Möglichen. Aber bei internationalen Finanzmärkten passieren eben auch fallende Kurse aus anderen Gründen. Wir bedanken uns für diese Einschätzung beim Terrorismusexperten Hans-Jakob Schindler. Vielen Dank für Ihre Zeit. Herzlichen Dank.